Ein neuer Tag beginnt. Wir schauen uns jetzt gemeinsam einmal die Chili an. Die Mini-Mini-Chili. Ja, ich zeige es jetzt nur ganz kurz. Keine Angst, nicht wahr? Heute geht es nicht um Chilis. Ich wollte sie trotzdem einmal kurz präsentieren, dass wir das mitnehmen können. Wir sehen tatsächlich jetzt die erste Fruchtentwicklung. Das ist so schön anzusehen. Ja, es sind ganz viele unzählige kleine Früchte zu erkennen. Es ist also soweit. Sie wird uns bald mit einer wunderschönen, ja, nicht wahr, Frucht, dann nehmen wir uns oder Früchten, ja, hier werden wir dann das Ganze dementsprechend sehen. So, ganz kurz nochmal gezeigt. Es ist total genial, dass das jetzt also tatsächlich funktioniert. Jetzt schauen wir mal. Kleiner Größenvergleich. Es sind wirklich sehr, sehr klein. Es ist schick anzusehen. Und auch der ganze Habitus der Pflanze ist wunderschön. Nach wie vor bestäube ich die Blüten natürlich. Ansonsten ja, funktioniert das nicht. Also immer wieder mal so ein bisschen hier und da rumfummeln. Dort, wo sich halt neue Blüten gerade so entwickeln. Und dann klappt das Ganze eigentlich schon ganz gut. Ja, so schaut es jetzt aus hier mit der Mini-Mini-Chili. Bin mal gespannt, was das für eine Sorte ist. Vielleicht können wir das später mal erkennen, wenn die... Ja, Früchte ausgereift sind in dem Sinne. Müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Das ist das Ganze also im Haus unter Pflanzenlicht wunderbar funktioniert. Und das Ganze in der Hydroponik. It's so beautiful. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen, der exotischen Pflanzen, der besonderen Pflanzen, der verrückten Pflanzen und der Pflanzen, die wir nicht wissen, was das genau ist in dem Sinne. Wir wissen, das ist eine Chili, welche Sorte wissen wir nicht. Wie gesagt, ich habe sie damals als kleine Schote bekommen, Beere in dem Sinne. Ja, irgendwann haben wir sie dann zur Aussaat gebracht und das ist daraus geworden. Eine mega coole Pflanze, ein mega cooler Habitus. Das ist so genial anzusehen, wie diese Chili sich entwickelt. Das ist so mega cool. Ja, kurz zu der Geschichte. Außer am 21.05. und am 18.06. haben wir sie gemeinsam in die Hydroponik überführt. Mit den beiden noch, die jetzt immer noch hier drin stehen. Auch denen geht es richtig gut. Auch hier wunderschöne Fruchtentwicklung tatsächlich jetzt zu sehen. Das ist so genial, was die für ein Wachstum haben, also vom Aussehen her, nicht wahr? Es ist schon richtig cool. Ja, irgendwann haben wir sie dann vereinzelt, also hier rausgenommen und dann einzeln gesetzt. Wann genau, weiß ich jetzt allerdings nicht mehr. Ich habe es ja nicht draufgeschrieben. Nun ja, seitdem ist sie halt hier drin alleine in dem Sinne und wächst wunderschön. So, aber wie gesagt, darum geht es heute nicht. Ich wollte es einfach nur mal kurz zeigen, dass wir das mitnehmen können, dass ich das nicht vergesse, dass wir das immer fortlaufend verfolgen können, wie die Pflanze sich halt entwickelt, nicht wahr? Aber ich wollte da keinen großen Tamtam heute von machen. Jetzt gibt es ein paar Updates von den Samen, die wir ja, vorbereiten in dem Sinne und so weiter und so fort. Ganz kurz nochmal, wo ich ihn jetzt hingestellt habe. Hier, der Affenbrotbaum. Nur zur Info, er steht momentan noch im Wasser, weil ich mir immer noch nicht schlüssig bin, ob ich ihn jetzt tatsächlich irgendwo einpflanze oder nicht. Aber ich würde es auch ganz gerne versuchen zu beobachten, was sich dort entwickelt. Und dann sehe ich natürlich nur, wenn es nicht in der Erde ist. Nicht wahr? Ich bin mir noch nicht schlüssig. Ich lasse ihn einfach erstmal drin stehen. Schaden wird es ihm hoffentlich nicht. Auf jeden Fall nicht wahr. Es ist halt, mal gucken, was passiert. Nicht wahr? So, dann würde ich sagen... Jetzt schauen wir uns mal kurz den Samen von der Schlangenfrucht an, wie der sich weiterentwickelt. Ein paar andere Samen, muss ich mal gucken, ob sich da schon was getan hat oder nicht, oder was sich dort entwickelt hat, was wir dementsprechend mitnehmen können heute. Und tja, es ist einfach nur genial, was im Reich der Pflanzen alles so möglich ist. Es ist so wunderhübsch anzusehen, ja, wunderschön. So, meine Lieben, ich würde sagen, fange ich einfach mal mit den kleinen Updates jetzt an. Fangen wir mit den Jackfruit Sämlingen an. Die sind jetzt wunderschön herausgewachsen. Dieser hier und der, das waren ja die beiden, die wir eingepflanzt hatten, die schon sich im Wachstum etwas befunden hatten. Also das hat sich sehr schön entwickelt jetzt. Das sieht mega cool aus. Und hier sind dann die anderen beiden noch drin, hier und hier. Die sind momentan noch nicht im Wachstum, weil sie befinden sich erst in der Keimphase. Es wird noch etwas dauern, ein paar Tage, bis sie oben herauskommen, dann herauswachsen. Aber ganz so lange wird es auch nicht mehr dauern. Auf jeden Fall hat das hier drin wunderbar funktioniert in der Vulkatec-Erde. Ja, und wir stehen hier also tatsächlich im Anstaufverfahren auch. Also hier steht Wasser unten drin. Das ist ganz wichtig, damit die Feuchtigkeit nach oben gesogen wird. Da das Substrat ja nicht pitschepatsche nass ist, ist das natürlich so optimal in der Anzucht auf jeden Fall schon mal. Ja, die Jackfruit. Kommen wir zu einem kleinen Update von unserem Brachychiton, dem Glücksbaum. Ach, das ist so eine schöne Pflanze, einfach nur wunderschön. Das letzte Blatt, was sich letztens entwickelt hat, das sehen wir hier. Das ist jetzt auch schon ausgereift wieder und jetzt momentan ist Wachstumsruhe, eine Wachstumspause in dem Sinne. Und irgendwann fängt das Schätzchen wieder an, ein neues Blatt zu machen. So, dann schauen wir das Ganze jetzt mal von unten an in dem Sinne.
Ja, ist schon mega cool, ne? Was die Pflanze für eine lange Wurzel macht, ist der Wahnsinn. So, Wasser wurde hier noch nicht gewechselt, auch noch nicht aufgefüllt. Es ist immer noch ein Drittel Wasser hier drin. Allerdings werde ich jetzt in Kürze das Pflänzchen überführen in die Selbstbewässerung. Dann bekommt das Ganze einen größeren Topf, damit das Ganze dementsprechend besser wachsen kann. Denn ich möchte sie jetzt nicht auf ewig hier in diesen Becher drin lassen. Von daher wird voraussichtlich in Kürze, hoffe ich zumindest mal, das Ganze dann tatsächlich in die Selbstbewässerung überführt werden. Wobei das ja hier auch eine Selbstbewässerung ist in dem Sinne, nicht wahr? Aber nun ja, dann kommt das Ganze halt in mineralisches Substrat, einen richtig großen Topf und kann sich dann dort verhalten, weiter langsam entwickeln. Es ist wirklich eine wunderschöne Pflanze und bis jetzt also noch keine Zickerei zu erkennen hier. Alles easy, alles cool. Das ist sowas von genial. Kurz noch erwähnt, das Ganze steht bei etwa 600 Mikrosiemens. Das dürfen wir nicht vergessen, nicht wahr? Nicht, dass wir die Pflanzen überdüngen. Ach, das ist so eine hübsche Pflanze, auch vom Blatt her. Das ist also wirklich wunderschön. Das ist so schön anzusehen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe und warte mal drauf, dass sie ein neues Blättchen entwickelt. Das ist wirklich eine wunderschöne Pflanze. So, okay. Dann spaßeln wir nicht lange rum. Schauen wir uns das nächste an. Die kleine Banane. Wir erinnern uns, wir haben die eine Banane hier rausgenommen und dann in die Selbstbewässerung überführt. Die steht ja bei uns oben im Esszimmer. So, und dann haben wir die kleine hier reingestellt, die in diesem Würfelchen drin stand, im Untersetzer. Sie hat ja keine Wurzeln wirklich ausgebildet und jetzt, seitdem sie hier drin steht, sieht man tatsächlich, sie bildet Wurzeln aus. Die kleine Banane. Also hat das auch wieder wunderschön funktioniert. Das ist so genial. Einfach, nicht wahr? Och Menno, das ist so schick. Ja, auch wenn die Blättchen, die alten, jetzt etwas hässlich sind, das ist nicht schlimm, das lassen wir so, wie es ist, einfach und lassen die Pflanze erstmal hier oben herauswachsen. Der Buddha-Baum, Ficus religiosa. So, das ist der Steckling, den wir gemacht haben, den wir bewurzelt haben. Das ging ja relativ einfach, also es wächst echt wie Unkraut, das Zeug. Mittlerweile sind die Blätter mega groß geworden und das ist ja schon mal schön anzusehen, aber wir sehen auch, er hat ein bisschen Lichtmangel, also könnte vom Grün her etwas kräftiger sein. Steht hier auch im Anstau, im Untersetzer. Auch das funktioniert wunderbar. Ja, das ist also total genial mit dieser Vulkatec-Erde. Allerdings, wie gesagt, sie brauchen mehr Licht. Das könnte man sagen, ja, die reifen ja noch aus und dann werden sie von alleine dunkler. Ja, ich habe jetzt aber einen Vergleich und zwar die Mutterpflanze, weil der ist das Phänomen nämlich ähnlich. Hier sehen wir die Blätter, die vorher gewachsen waren, kräftig, dunkelgrün, auch richtig stabil. Und hier hatten wir damals den Steckling abgeschnitten und das Ganze ist hier herausgewachsen. Auch hier sieht man einen sehr hellen Austrieb. Also tatsächlich ist hier ein bisschen Lichtmangel gegeben. Auch die Spitze hier oben von dem Buddha-Baum hat sich jetzt nicht so schön entwickelt. Das erste Blatt ist tatsächlich sogar abgestorben, was ich entwickelt hatte. Und auch das neue, was jetzt hier oben herauswächst, kümmert eigentlich eher. Klartext, es steht unter Lichtmangel. Also bekommt zu wenig Licht in dem Sinne. Ja, manchmal ist das so, ne? Stellst eine Pflanze mal irgendwo anders hin, weil du umräumst oder gerade keinen Platz hast oder wie auch immer und plötzlich sieht das Ganze ganz anders aus. Also ja, ne? Also ein bisschen Licht brauchen sie dann doch. Also ganz so dunkel sollte man sie nicht stellen. Das heißt also, ich werde es jetzt hier im hellen Raum wieder hinstellen, das ist ausreichend. Sie brauchen also nicht direkt unter Zusatzlicht stehen, aber sie sollten doch hell stehen. Das Ganze, bisher standen sie hinten in einer kleinen Ecke, wo ich damals diese rot-blaue Lampe hatte, die mittlerweile auch schon total kaputt ist. Ja, und da war es einfach zu dunkel gewesen. Nicht? Von daher werde ich sie jetzt wieder umstellen, dass sie wieder etwas mehr Licht bekommen. Nicht? Aber ansonsten ist das eine coole Pflanze. Die wächst easy, wie Unkraut. Im Prinzip kannst du echt sagen, wie einfach war das hier, das Ding zu bewurzeln. Das war also, ja, ne? Das war total easy. Von daher, wenn du so eine Pflanze erstmal hast, dann kannst du sie auch weiterreichen. Dann ist die Anzucht aus Samen, braucht man dann in dem Sinne nicht mehr machen, nicht wahr? Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist schon cool, wie mega groß die Blätter jetzt werden. Ich frage mich allerdings, wie soll ich daraus mal einen Bonsai machen? Naja, nicht wahr? Weiß Bescheid. Kommen wir kurz zu einem Samen hier, das Salak von der Schlangenfrucht. Ja, den werden wir jetzt mal herausnehmen, um ihn uns etwas genauer anzusehen, wie er sich dann jetzt weiterentwickelt hat. Ist gerade noch ein bisschen hell, ich klappe den mal vorsichtig auf hier. So schaut das Schätzchen jetzt aus. Das ist schon mega cool. Inwieweit sich da eine Wurzel entwickeln sollte, ist mir gerade auch noch ein bisschen fraglich, aber wir nehmen das erstmal so mit. Pass mal auf, ich nehme mal eben die Pinzette. Ey, es sieht schon cool aus. Oh, warte mal. Ja, mit der Pinzette ist es ein bisschen blöd. Ich versuche jetzt einfach mal mit den Fingern das hinzukriegen. Pass mal auf.
Tada! So, ne, kannst du denken, was du willst. Das sieht mega cool aus. Tja, im Ernst. Also das habe ich so noch nicht gesehen bei der Keimung eines Samens. Wir erinnern uns, hier war ein Deckel drauf, der ist... Moment mal. Das könnte auch noch der Deckel sein. Ja, genau, das ist das. Ah, okay, by the way. Das ist der Deckel. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, was ist denn jetzt da in der Mitte? Lol, okay. Ich weiß gerade nicht, ob das richtig scharf steht. Pass mal auf. Ist jetzt gerade nicht so einfach. Da kommt etwas heraus. Aus der Mitte kommt tatsächlich etwas herausgewachsen. Jo, also ich kriege es jetzt gerade nicht anders drauf. Das ist schon mal mega cool anzusehen. Okay, wir lassen ihn jetzt also noch ein bisschen hier auf in dem Zeber, in der Tüte erstmal. Einfach um das weiter zu beobachten. Aber ja doch, es wächst hier etwas tatsächlich heraus. Man kann es erkennen, ja. Diese ganz kleine Spitze hier. Das ist schon genial, ne? Ja, unser Topf mit Deckel. Das ist so cool. Das ist so mega cool. Also das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Aber nun ja, jetzt haben wir es ja, nehmen wir es ja mit. Ne? Von daher ist echt eine coole Sache. Jo, Salak von der Schlangenfrucht. Der Samen entwickelt sich tatsächlich interessant. Sehr interessant. Es ist Zeit für eine kleine Pause. Ich gucke gleich mal rum hier, was ich euch noch zeigen kann, was vielleicht interessant ist oder auch zum Mitnehmen einfach. Aber bei der Schlangenfrucht, also bei der Salak, ist es schon interessant zu beobachten, wie aus dem Samen etwas herauswächst. Also das sieht man wirklich nicht alle Tage, insbesondere natürlich, weil in der Regel packt man die Sachen ja auch in die Erde und dann siehst du sowieso nicht, was passiert, sondern wartest einfach nur darauf, dass irgendwann mal etwas herauskommt. Du weißt nicht in der Erde, ob der Samen schon kaputt ist oder ob er wächst oder was auch immer da passiert. Und von daher ist diese Methode, also mit diesem Zeber und den Tüten, wirklich eine geniale Sache. Das Ganze liegt nach wie vor bei uns an auf der Heizung bei etwa 25 bis 30 Grad. Da muss man so ein bisschen darauf achten, dass man nicht auf die heiße Heizung packen. Das geht natürlich nicht, man muss schon mal drunter legen oder wie auch immer. Da muss ein bisschen, konstruktiv in dem Sinne sein. So, okay, wie gesagt, ich mache jetzt eine kleine Pause und dann schauen wir mal, was wir gleich noch so zu Gesicht bekommen hier gemeinsam. Hier ist der Samen drin von der Mutant-Chili. Dort hat sich bis jetzt noch nichts getan. Hier ganz kurz gezeigt den Eukalyptus, den Regenbaum-Eukalyptus, wo die Maus dran rumgeknabbert hat. Dann hier die eine Chili. Und das wollte ich euch just zeigen, der Sonnentau. Ja. Der entwickelt sich jetzt gut hier unter zusätzlich, also unter Pflanzenbeleuchtung in dem Sinne. Das funktioniert soweit ganz gut. Steht auch relativ, naja, relativ nah. Das sind etwa, oh, wie sind das, 60 cm, 70 cm ungefähr. Aber es scheint tatsächlich gut zu funktionieren bis jetzt. Naja, jetzt lassen wir erstmal eine Zeit lang hier stehen. Steht natürlich hier im Anstau, ganz wichtig. Und mal ganz kurz gezeigt, hier das Geldbäumchen. Tja, das Ding ist auch schon mega alt mittlerweile. Können wir auch mal langsam wieder zurückschneiden. Okay, kurz die andere Chili hier gezeigt, die Mini-Chili, die wir schon zurückgeschnitten hatten vor kurzem. Ja, nicht wahr? Und dann haben wir hier noch einen Sonnentau, Drosera capensis. Der hat nicht wirklich Farbe. Ja, aber jetzt habe ich auch hier ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich düngen soll oder nicht. Ich meine, das Moos entwickelt sich prächtig, das sieht richtig genial aus. Aber die beiden Pflänzchen, ja, ne, trotz eigentlich ausreichend Licht, nun ja. Sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ob ich jetzt unbedingt noch mehr Licht haben müsste, kann ich nicht sagen. Es kann tatsächlich aber auch an den Nährstoffen liegen. Ich habe jetzt gestern hier mal eine Fliege draufgelegt, aber irgendwie reagiert der Sonnentau nicht. Okay, auch ansonsten sehen die Fangarme in dem Sinne nicht so toll aus. Also, ja, lass ich mal gucken. Was könnten wir denn machen, um das Ganze jetzt mal, ja, zum Wissen zu bringen in dem Sinne? Und damit wir wissen, was denn da eigentlich los ist. Haben wir hier ausreichend Nährstoffe drin oder nicht? Ich muss gerade mal überlegen, warte mal. So schaut das Ganze jetzt komplett aus. Jetzt die Frage, wie können wir jetzt hier irgendwie, ja, wissen, was Sache ist. Von daher, pass mal auf, wir werden das Ganze jetzt mal, ich werde das versuchen, das mal ein bisschen anders hinzustellen. Wir werden versuchen jetzt hier mal einen kleinen Teich in dem Sinne anzulegen. Das heißt, wir werden hier einen Teil herausnehmen, damit wir hier ja Wasser drin stehen haben im Prinzip, um das dann mal messen zu können. Das wäre wahrscheinlich die allerbeste Variante, weil man weiß jetzt nicht, soll ich düngen, soll ich nicht düngen, nicht wahr? Ist vielleicht auch schon viel zu viel drin. Na, wie sieht es mit dem pH-Wert aus und so weiter und so fort. Okay, pass mal auf. Ich schneide jetzt also wirklich einen Teil hier einfach mal heraus bis auf den Boden
um das Ganze dann mal messen zu können. Und dann können wir uns vielleicht auch mal so einen Querschnitt ansehen, wäre ja vielleicht auch mal ganz lustig. So, ich nehme das mal vorsichtig hier heraus. So, Platschmatsch. Das sieht schon mal ganz okay aus. Und man sieht, das Ganze ist schon relativ hoch gewachsen von dem Moos her. Das ist okay soweit. So, pass mal auf, ich lege das auf den Tisch hier mal eben. Wird wieder sauber machen. So, Wasserstand ist hier unten. Okay, warte mal. Kriegt das denn jetzt raus? Pass mal auf. Einfach mal einen Finger, wa? So, ach, da ist ja gar nicht mehr so viel Erde drin. Also Wasser können wir hier unten tatsächlich schon erkennen. Das Ganze steht also hier im Wasser. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das so schon messen kann. Ja, also ganz genau werden wir das nicht messen können bei der kleinen Pfütze. Aber hier sind schon mal 200 Mikrosiemens. Das ist also eigentlich schon definitiv zu viel, würde ich sagen. Ja, jetzt bleibt zu überlegen, woran liegt das, dass der Sonnentau nicht wachsen will? Ist es wirklich zu viel? Oder ist der pH-Wert vielleicht viel zu hoch oder wie auch immer? Den pH-Wert kann ich jetzt aber hier nicht messen. Das ist einfach bei der kleinen Pfütze nicht möglich. Das heißt im Klartext, wir werden hier erstmal Wasser auffüllen und dann gleich mal gucken. Oder später. Ja, gleich, funktioniert das sowieso nicht, dauert ein bisschen an. Nun ja, wollen wir mal gucken, inwieweit was hier Sache ist. Ob wir das rauskriegen. Als allererstes werde ich jetzt mal Osmosewasser nachfüllen hier, so lange, bis wir also ausreichend Wasser drin haben, um das Ganze messen zu können. So, das steigt schon relativ schnell. Ja, okay, das sollte also schon mal ausreichend sein. Ich lasse das Ganze jetzt mal ein bisschen stehen und werde dann gleich mal messen hier in unserem kleinen neuen Teich in dem Sinne. Okay. Ja, der pH-Wert liegt jetzt bei 4,7, also pendelt immer zwischen 4,6 und 4,7. Ist also schon sehr, sehr niedrig. Ob das jetzt unbedingt was damit zu tun hat, kann ich jetzt so nicht behaupten oder sagen oder wie auch immer oder widerlegen oder hast du nicht gesehen. Okay, das nehmen wir jetzt erstmal so mit, würde ich sagen. Also pH-Wert ist auf jeden Fall niedrig, ne? Also haben wir auf jeden Fall hier nicht irgendwie einen zu hohen pH-Wert. So, messen wir nochmal kurz den Mikrosiemenswert jetzt hier drin in der Pfütze. Ich hoffe, dass man es so erkennen kann. Ja, kann man. So, jetzt haben wir hier noch etwas über 100. Ja, ist natürlich klar, nicht wahr? Wenn mehr Wasser reinkommt, dann verteilen sich die Nährstoffe dementsprechend natürlich und die Konzentration wird etwas geringer. So, was könnten wir jetzt machen? Wisst ihr was? Ich lasse das jetzt mal hier so stehen. Ich habe zwar eine Idee, ganz klarer Fall, und das würde ich euch jetzt auch zeigen, aber ich möchte euch mal ein bisschen anregen, auch mal mit, konstruktiv einfach dabei zu sein in dem Sinne. Also machen wir das Ganze dann im nächsten Film. Ihr könnt mir dann gerne in den Kommentaren mal schreiben, wie ihr jetzt weiter vorgehen würdet, um das Ganze besser hinzubekommen. In dem Sinne. So, meine Lieben, dann kommen wir jetzt kurz zum Schluss. Also ich möchte euch jetzt anregen, einfach mal dabei zu sein und ja, in den Kommentaren zu schreiben, wie ihr jetzt weiter vorgehen würdet mit diesem kleinen Miniaturmoor jetzt in dem Sinne, indem wir jetzt auch einen kleinen Teich angelegt haben, wo wir dann auch mal messen können. Ja, also dann ist man immer auf der sicheren Seite, nicht wahr? Einfacher ist natürlich mit einem Topf, den man einfach durchspülen kann, wie wir es ja hier dann auch den Fall hatten. Die war ja überdüngt gewesen, haben auch kräftig durchgespült und dann hat sich alles neutralisiert, alles okay, alles easy. Also, wie gehen wir jetzt weiter hier vor? Was könnten wir machen? Und die Pflanze ist nun wirklich relativ blass. Also Klartext, sie kann nichts aufnehmen, auch wenn etwas im Wasser drin ist, oder sie nimmt es auf, verdunstet es, aber kann nichts damit anfangen. In dem Sinne, also irgendwas fehlt hier drin, nicht wahr? Und von daher müssen wir mal abwarten, wie es damit weitergehen kann. Mal gucken, was ihr dazu so sagt. So, sie wurde gedüngt, ganz klarer Fall. Wir haben ja einige Experimente auch gemacht mit Düngern. Und sie wurde immer wieder mal gedüngt, auch mal hiermit und auch mal damit. Und hast du nicht gesehen, allerdings immer in geringer Konzentration. Das haben wir auch an den Werten vorhin gesehen. Das war soweit eigentlich fast okay. Allerdings war die Konzentration halt auch ein bisschen zu hoch. Also 50 bis 100 Mikrosiemens sind okay insoweit. Wenn das Ganze auch verbraucht wird, kann man dementsprechend auch nachführen. Aber wenn es nicht mehr verbraucht wird und ständig diese Konzentration da ist, irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Also am Licht kann es eigentlich nicht liegen. Sie bekommt ausreichend Licht und ist damals ja auch unter dieser Lichtintensität gewachsen. Ich war auch die anderen Pflanzen wachsen ja darunter in dem Sinne. Also ich denke mal nicht, dass unbedingt an dem Licht liegt. Also das, da gehe ich nicht von aus. Von daher müssen wir abwarten, wie wir damit jetzt weiter vorgehen, um das Ganze wieder richtig starten zu können in dem Sinne. Nun ja, also heute auch wieder etwas Klimbim in dem Sinne. Ganz kurz hier gezeigt, die Sherimoya. Ja, manchmal ist das so nicht, wa? So schaut sie jetzt aus. Ja. Und hier stehen auch Sonnentaupflanzen drin.
Also die stehen auch unter dem gleichen Licht, sogar noch weiter weg von dem Licht. Also die bekommen gar nicht so viel Licht, sind schön grün. Interessanterweise wachsen sie weiter hier drin. Verhalten natürlich, ganz klarer Fall. Nicht optimal, entwickeln keine Klebetropfen, aber sie leben und wachsen ständig. Verhalten einfach weiter hier in diesem Topf mit der Kokoserde. Ja, das ist auch so ein Phänomen, dass das tatsächlich relativ funktioniert. Nur die Pflanze erhält sich. Ne? Also die wächst nicht optimal, aber es geht. Ne? Sie sind da drin immer noch tatsächlich vorhanden. Nicht kaputt gegangen oder dergleichen. Auch das ist ein interessantes Phänomen, einfach mal so zum Mitnehmen. Ab und zu zeige ich sie dann auch mal wieder so einfach nur ganz kurz. Einige, die stehen auch schon lange dran. Wahrscheinlich genauso lange wie die auch hier. Nun ja, das kurz so zum Mitnehmen. So, meine Lieben. Weißt Bescheid, winke, winke, bis ganz bald im Reich der Pflanzen, im Römischen Reich in dem Sinne. Das ist sowas von genial, was hier alles so abgeht, was wir schon erfahren und mitgenommen haben. So, mal gucken, ob wir dann den Sonnentau wieder richtig starten können, genauso wie diesen Sonnentau, die Drosera spatulata, das ist ja Drosera capensis, der Kapsonnentau. Nun ja, eigentlich sind die unempfindlichen, von daher, mal gucken, was da schiefgelaufen ist. Kann tatsächlich auch an den Düngern liegen, an den verschiedenen, die ich verabreicht habe im Laufe der Zeit. Und von daher wäre es sinnvoll, jetzt eines zu machen. Ja, nicht wahr? Schauen wir mal, was ihr so dazu an Gedanken habt, die ihr niederschreibt. So, meine Lieben, nicht wahr? Winke, winke. Es macht so viel Spaß. Tralalala. Ja, Sherry Moyer, meine Güte, die müssen langsamer wieder zurückschneiden, würde ich sagen. Denn die soll ja nicht groß werden, möchten sie ja klein halten in dem Sinne. Auch die darf nicht immer nass stehen. Ganz, ganz wichtig. Da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, Obacht geben, dass sie nicht ständig nass steht. Aber das geht ganz gut. Von unten wird sie gegossen ab und zu. Man kann es hier unten auch sehen, wenn das hier noch richtig dunkel ist. Und auch am Gewicht des Topfes erkennt man das Gewicht Topf und Pflanze natürlich, nicht wahr? Von der öfters mal hochheben, nicht nur alle halbe Jahre mal. Ja, es ist schon interessant, was alles möglich ist, auch in der Pflege. So, jetzt aber. Ciao, ciao. Ach, ist das cool, Mann.